willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und den Leuten, die ständig dazwischen quatschen. So, Eloy. Man sieht ein Höschen. Das ist nicht in Ordnung. So. Also, was wollen wir jetzt als nächstes machen? Moment mal. Müssen wir die Karten eigentlich noch auspacken? Was war das? Wie es aussieht, wohl nicht. Nö. Oh, schon wieder zwei Fähigkeitspunkte. Was haben wir wohl letztes Mal genommen? Ach ja, das hier. Fallen entschärfen, weiß ich nicht. Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden. An sich eigentlich schon gut. Absprungschlag ist mir eigentlich auch egal. Schlag von oben eigentlich auch. Ja, machen wir als nächstes das hier. Obwohl, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Guter Fund. Gut, dann gucken wir mal weiter. Irgendwo hier haben wir noch was. Komm, bevor wir jetzt wieder doof rumsuchen, hier Quest. Aufträge. Geteiltes Heimnis. Finde den Schienenteil. Das ist bei den Banooks. Ja, das war ich auch. Waffen der Loge? Achso. Ja. Also wir haben jetzt nur Banook. Wo ist denn das? Da ist das. Dann gehen wir jetzt dahin. Machen das Ding noch weg. Und den Gate dort. Ja, das geht. Sobald du ein Banditenlager geräumt hast. Ja, anscheinend dauert ein Händler und ein Lagerfeuer. Wenn du eine Reitmaschine suchst, Orte auf der Kamera, Läufer, Breitköpfe oder Stürmer. Oh, es gibt also nur drei Varianten zum Reiten. Das ist doof. Gemeinsam Donnerkiefer zu reiten, wäre auch cool. Ach nö. Falsch. Leckt mich einfach. Zeit. Die können aber auch nerven, ne? Aber irgendwo. Immer schön leise. Ja, ja. Von irgendwo war jetzt die Verderbtenzone. Ich glaube da hinten. Ah ja, Maschinenareal Stürmer. Ich glaube, da war's. Genau. Dann hübbeln wir erstmal hier runter. Und kümmern uns um die. Das geht ganz schön schnell. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefallen wird. Also, das wird mir definitiv nicht gefallen, das sag ich euch jetzt schon.
Gut, also wir haben hier jetzt den Blitz. Wir haben normale Bolzen und wir haben Eis. Okay. Und Arschbombe. Ist das jetzt auch noch ein Donnerkiefer? Das war erfrischend. Ein Behemoth. Haben wir irgendwo ein Stück Gras? Ja, da. Aber vielleicht können wir den ja schon machen. Können wir ihn? Können wir. Uiuiuiuiuiui. Jetzt sollten deine Einzelteile halten. Ich will dich reiten. Oh! Da, kümmere dich. Oh, unser Beamer macht das schon. Oh! Hallo, du hast einen anderen Gegner. Ich glaube, Blitz ist bei dem besser. Du bist der Wahnsinn. Ja. Noch einer?
Ah, oh, den kriegen wir aber auch. Ja, für den anderen ja auch. Okay, wir halten die reparieren immer weg. Den haben sie ja ziemlich verunstaltet, was? Lass mal stehen. Oh. Du bist wieder heiler, mein Großer. Ah, toller bist du, ganz toller bist du. Ah gut, das war jetzt keine Heilpflanze. Und diese Steinbeißer, die sind echt krass, ne? Aber denen ist auch noch nicht schwieriger, dass du da nicht die ganze Zeit beschießen kannst. Heilung ist jetzt wieder voll. Wurde aber echt schon knapp. Das hebe ich mir für später auf. Lagerfeuer? Lagerfeuer? Wo? So, einmal gerade auf. Ach ja, Leute, manchmal, ne? Manchmal bin ich ein Blindfuchs oder ein Idiot. Oder beides. Manchmal. Okay, da hinten haben wir wieder welche. Ah, Schnappi ist auch noch. Oh. Na, ich hoffe, wir kommen dran vorbei. Du siehst mich nicht. Kriechen wäre auch cool, ne? Bleib mal ganz ruhig da. Thank you.
Okay, der ist vorsichtig, sieht uns aber trotzdem noch nicht. Gut. Dann gehen wir mal schnell im Busch. Echt jetzt? Na gut, wenn du schon so anhänglich bist. Dann kommst du halt zu uns ins Team. Hau ab! Ksch. Jo, mach Party. Was leuchtet denn da so? Achso. Also ich kann es nicht entziffern. Aber ja. Gerade schon wieder ein Anruf. Ich muss mir irgendwann mal Zeiten raussuchen, wo wirklich keiner anruft. Klappt am meisten leider auch nicht wirklich. Boah! Was ist denn da? Maschinenarbeit, also. Das sieht schon ein bisschen nach Strömung aus. So, probieren wir mal aus. Oh, ja. Hä? Hä? Okay, es sind keine gelben, also ist das wohl safe. Wo sie das hier auch gerade ganz anders angehört hat. Meine. Die sehen doch wie Osteram aus. Wirklich? Kajak-Kleidung? Diese grellen Farben sieht man bis nach Anrecht. Hey, das sieht hübsch aus. Das hier muss Scheuerfeld sein. Marats Agent sollte inzwischen am Marktplatz angekommen sein. Ah, das war jetzt hier ein bisschen nordisch angehaucht. Halt! Da lang. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Ja, da willst du ganz schnell mal kurz was zu trinken einkippen. Na komm, suchen wir ihn. Moment. Sehen wir vielleicht Fußspuren? Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. Dann mal los. Tada. Na, wo denn? Ah. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Weit ist er nicht gekommen. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels.
Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Mach das. Bis dann bin ich fertig. Und los. Sollte auf dieses Land nicht die Kaja-Sonne herablöcheln? Warum ist es nur so frostig? Naja, jedem was ihm gebührt, ne? Außerdem, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Hi. Das brauche ich später noch. Ja, nicht nur später. Hast du das Gefühl, dass du das auch gleich brauchen wirst? Machen wir mal einen Bogen drum. Und eine hiervon. Und eine davon. Und davon nehmen wir auch noch eine. Ups. Komm her. Nicht du. Ja, komm her. Ich komm nur mal her. Man will mich verarschen. Dich meine ich jetzt eigentlich nicht. Aber gut. Nehmen wir halt auch dich. Komm hier. Wow. Der hätte lang gehalten. Ja, komm her. Komm. Komm zu Mama. Mama, ich hab die Idee hier. Teile. So, und jetzt hupt sie aus. Du bist am Ende. So. Und tschüss. Hab was anderes zu tun. Oh, hi. Was suchen die denn hier? Nö, kommt Leute, ich hab keine Zeit für euch. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Weiß ich nicht. Hey! Wir hätten ins Auge gehen können. Nee, ich wollte gerade sagen, da unten war einer. Wäre krass, wenn die echt so weit noch herkommen. Und jetzt? Maschinen. Sie wurden angekettet. Der Wal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen.
Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Gut, dann werden wir die auch mal umdings, ne? Wir nehmen uns aber den da. Okay. Nee, Verwüsterer ist cooler. Der war jetzt Deutscher. Sie ist bewaffnet. Jetzt geht's los. Na, hoffentlich. Bilde ich mir das ein? Oh! Hey, ich hab euch befreit! Lass das! Oh. Eindringlinge! Lasst die Maschinen los! Sprengt die Ketten! Okay, das war jetzt ziemlich dumm. Neu formieren, Leute! Los! Wie kann ich die nicht um? Eigentlich bin ich hier. Ja. Jetzt hab ich. So machen die oben auch Action. Ich hasse diese Waffe. Voll vorbei. Gut. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Ich glaube, das sind wir alle. Das ärgert mich gerade gewaltig.
Das waren jetzt mal alle schöne Entdeckungen. Ja, keine Ahnung, hab Spaß. Gut. Wieso ist denn der wieder heil? Okay. Alter, du, da steht einer. Wer weiß, Leute. Jetzt geht's los. Na, hoffentlich. Gut, jetzt machen wir Action. Nein. Nicht zu mir. Aha, hab ich dich. Hä? Solange er sich abhaut. Das wird mal ein bisschen besser hier, ne? So, mal. Sie muss hier irgendwo sein. Finden wir sie. Schon einen kurzen Prozess mit denen das gemacht. Das gehört jetzt mir. Na ja, komm.
Ich erlöse dich. Ja, tut mir leid. Ja, ich konnte ihn jetzt nicht überbrücken. So, falls wir jetzt wieder angegriffen werden, haben wir immer noch einen heilen Verwüsterer. Nehmen wir rein da. Der Wald sagt, er soll Dreck fressen. Na, wie gut. Dass wir da draußen niemanden haben. So, hier bin ich. Eine Lücke suchen und zuschlagen. Ich habe noch andere Munition. So schnell ihr könnt. Ersa muss da drin sein. Wir müssen durch. Guru-Pack. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Dein Loot behalte ich. Ja, wieso ist er tot? Hä? Das wird gehen. Oh Mann, die Arme. Er rennt. Der Wal wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derval schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derval plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein, bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen.
Errant, es tut mir leid. Wir müssen Derval finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Na, dann gucken wir mal. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Probier's aus. Ich glaube, es funktioniert. So, jetzt sagt etwas, meine Täubchen. Ich weiß nicht. Was soll ich denn sagen? Was du willst. Ich will nur deine Stimme hören. Und aufbewahren. Ich singe, Papa. La 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 la. So, ein Lied und ein Lachen. Sogar besser als Worte. Und ich kann es anhören, wann ich will. Sind wir fertig? Dann ab ins Bett. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Ist sie weg? Was sollen wir machen? Die Raubzüge kommen Hauptquell immer näher. Wie lange können wir uns noch so verstecken? Ein Andenken an seine Familie. Der Wal hat nichts mehr zu verlieren. Leider war. Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal. Na toll. Ja. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Gib mir etwas Zeit mit Ersa. Ich komme nach Meridian. Ich brauche nur etwas Zeit. Ich komme nach Meridian. Okay. Ich brauche nur etwas Zeit. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Na, eigentlich nicht. Schallgerät. Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Ah, ich ahne Schlechtes. Der hat mit Sicherheit irgendwelche krassen Waffen jetzt noch bekommen. Na? Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Keine Gegner, wie es aussieht. Nein. Schwester. Okay. So, was machen wir? Nach Meridian. Hier, komm. Schieße Schock, Eis. Oder Feuerprojektile auf Maschinen, bis das entsprechende Elementsymbol über ihn gefüllt ist. Dadurch gerät die Maschine in den entsprechenden bla 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 bla. Okay. Wissen wir. Bei der Sonne. Eine Frau führt jetzt die Jägerloge. Ja. Was passiert als nächstes? Ja, vielleicht wird die eine Kanzlerin oder Sonnengott. Sie selbst. Sieh dir mal diese Waren an. Ja, sieh selber.
Wäre es nicht sinnvoller, gleich zu diesem Ort zu gehen? Moment, über die schönen Dinge reden. Obwohl, theoretisch bräuchten wir vielleicht auch ein bisschen Verstärkung. Alter Schwede. So ein Fotomodus wäre cool. Könnte man sich ein bisschen genauer angucken. Da hätte man fast wieder Lust auf Minecraft. Naja. Tag. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Wir konnten jetzt nichts anderes sagen. Und wachsam. Genau, das sagst du für deinen König. Oh Gott. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich ins Politische. So. Hammer. Dann holen wir uns mal diesen Derwal. Immer konzentriert, immer wach. Obwohl ich nicht glaube, dass er da sein wird, der wird damit rechnen können. Immer wachsam. Das ist meine Meinung. Ja, meine auch. Guten Tag. Tag. Jeder braucht doch einen Fahrtum beim Leben. Verdammten Komm, lass uns drüber reden. Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Keine Bedingung! Dies ist das Haus. Bist du da, Derwal? Überraschungsbesuch!
Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Eine echte Sieht Bombe. Sieht nicht besonders groß aus. Gut gefertigt. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Ja. Oh. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Ja, und jetzt? Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Hilf mir, das muss raus. Okay, rohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Alter Schwede. Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Na, hoffen wir das mal. Ruf die Wache. Es könnte weitere Explosionen geben. Ruf die Wache. Es könnte weitere Explosionen. Ich sehe jetzt erstmal nichts. Vorwärts geht's, oder? Ja. Okay. Das ganze Lager. Da sagt, dass jemand eine Kerze hat brennen lassen. Habt ihr die Explosion nicht geplant? Werden wir von dem Schattenkater angegriffen? Okay. Ich habe die Stadt seit zwei Jahren nicht mehr brennen sehen. Ich hatte gehofft, es nie wieder zu sehen. Was sollen wir hier bitte schon untersuchen? Was war in diesem Lager? Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Na bitte. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? So. So ein Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Lass uns reden. Das führt uns bestimmt zwangsläufig zu Avad. Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Wals verstecken? So schon mal nicht. Okay.
Oh, ich spule mich mal weiter runter. Das kann ich nicht aussagen. Muss der Wall den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. So, und wir finden auch was. Und zwar das Folgenende. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut nächstes Mal gerne wieder rein. Und dann sag ich mal, schau mit V.